Auch vor dem Grünland macht der Klimawandel nicht Halt. Und auch für uns ist es interessant, einen Blick in die Zukunft zu werfen, um zu sehen, was dieser Klimawandel für die Grünlandwirtschaft bedeutet. Und dazu haben wir ein weltweit einzigartiges Freilandexperiment, mit dem wir diesen Blick in die Zukunft machen können. An der HBLV Raumberg-Gumpenstein haben wir ein Klimafolgenforschungsexperiment installiert, wo wir auf 54 Kleinparzellen zukünftiges Klima simulieren, indem wir mit verschiedensten Instrumenten diesen Zustand künstlich herstellen. Zum einen erhöhen wir die Temperatur mit Hilfe von Infrarotstrahlern, wo wir auf Parzellen mit 1,5 Grad bzw. mit 3 Grad zusätzlich beheizen. Zusätzlich zur Temperaturerhöhung reichern wir auch die Atmosphäre mit CO2 an. Hier befinden sich auf den Parzellen Begasungsringe, wo Umgebungsluft eingeblasen wird, die eben dann mit dem entsprechenden CO2 angereichert wird. Zusätzlich zur Temperaturerhöhung haben wir hier die Möglichkeit, auch Trockenheit zu simulieren, indem wir Regendächer einsetzen, die den Regen für eine bestimmte Zeit von den Parzellen abhalten und so eine künstliche Trockenheit erzeugt wird. Hier untersuchen wir die Auswirkungen von intensiver Trockenheit auf den Pflanzenbestand, auf das Bodenwasser, auf die Bodenatmung und verschiedenste Komponenten des Ökosystems Grünland. Die Ursache für die Veränderung des Klimas ist hauptsächlich in der Zunahme der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre verbunden. Diese zunehmende Konzentration hat zur Folge, dass sich die Temperatur erhöht, bis Ende des Jahrhunderts um etwa 2 bis 4 Grad Celsius. Das wirkt sich auf verschiedene Bereiche unseres Lebens aus, vor allem in der Landwirtschaft, wo die Landwirte ja hauptsächlich vom Klima und vom Wetter abhängen. Hier in Gumpenstein untersuchen wir die Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Kulturart Grünland. Grünland ist mit Abstand die wichtigste Kulturart im Alpenraum. Und die Veränderung betrifft natürlich auch diesen Bereich der Landwirtschaft. Neben der Erhöhung von Temperatur und CO2-Konzentration sind auf den Parzellen noch zusätzliche Sensoren im Einsatz, die permanent Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit in Bestandeshöhe messen. Wir haben die Möglichkeit, die Atmung von Boden- und Pflanzenbeständen zu messen. Es gibt Lysimeter, die die Veränderung der Bodenwasser Gehalte genau registrieren. Die Untersuchung von Bodenwasserhaushaltskenngrößen auf Lysimetern ist wichtig, um deren Einfluss auf Ertrag, Bestandeszusammensetzung und Grundwasserneubildung unter zukünftigen Klimabedingungen erforschen zu können. Damit können Landwirten Informationen in die Hand gegeben werden, um mögliche Anpassungen in Zukunft durchführen zu können. Mehrere Wetterstationen erfassen kontinuierlich die Situation der Atmosphäre. Hier gibt es Strahlungssensoren, Wind, Luftfeuchte, Temperatursensoren und auch CO2. Auf unserer mobilen Messeinrichtung ist ein Feldspektrometer montiert und Ultraschallsensoren. Die Ultraschallsensoren messen die Wuchshöhe. Mit dem Feldspektrometer wird die Reflexion der Sonnenstrahlung gemessen. Beide Messmethoden dienen dazu, die Entwicklung von Pflanzenbeständen kontinuierlich beschreiben zu können. Destruktive Messungen, sprich bei der Ernte wird der Pflanzenbestand zerstört, mehr oder weniger. Nicht-destruktive Messungen bieten die Möglichkeit, während des gesamten Aufwuchses kontinuierliche Entwicklung des Bestandes messtechnisch zu erfassen. Die Ultraschallsensoren sowie das Feldspektrometer befinden sich auf einer rotierenden Plattform und werden um das Zentrum der Versuchsparzelle herumgefahren und an definierten Positionen wird dann sowohl Wuchshöhe als auch die Reflexion der Strahlung permanent gemessen. Mit sogenannten Respirationsboxen wird der Gasaustausch des Pflanzenbestandes gemessen. Dazu senkt sich jede Viertelstunde eine Box auf dem Pflanzenbestand ab, die luftdicht verschlossen ist, und Sensoren innerhalb dieser Box messen CO2-Konzentration und andere Gase. Das Wirtschaftsgrünland wird in einer sehr vielfältigen und komplexen Art und Weise vom Klimawandel beeinflusst. Das reicht
von einer Veränderung der Wachstumsdynamik bis hin zu einer Änderung der botanischen Zusammensetzung. So kann in etwa mit einer Verlängerung der Vegetationsperiode von 2 bis 3 Wochen gerechnet werden. Die bisherigen Versuchsergebnisse auf den beheizten und begasten Parzellen zeigen, dass mit einem Ertragsrückgang von 5 bis 15% gerechnet werden muss. In überdurchschnittlich warmen und trockenen Jahren fiel dieser Ertragsrückgang besonders stark aus. Das ansonsten sehr stabile Gräsergerüst eines Grünlandbestandes wird vom Klimawandel besonders hart getroffen. Der Rückgang dieser wertvollen Futtergräser wirkt sich wiederum negativ auf den Futterertrag und die Futterqualität aus. Die gesamte Grünlandwirtschaft wird in den kommenden Jahren sowohl das Management als auch die Pflanzenbestände an zukünftige Klimaszenarien anpassen müssen.